Jüngere Männer haben immer weniger Sex. Es ist ein globales Phänomen und wir schauen es uns heute zusammen an. Warum ist das so? Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft und auf das Individuum? Und was kann man dagegen tun? Taucht ein mit eurer Dr. Tamara in dieses sündhafte Thema. Ja, Sex ist heute nichts Anrüchiges mehr. Sexualität wird gefeiert, oft auch ins Zentrum gerückt. Sie ist eigentlich allgegenwärtig. Man kann heute ohne Hemmungen über alles sprechen, auch öffentlich. Es herrscht eher manchmal zu viel Offenheit als zu viel Verklemmtheit. Wir leben in Zeiten von sexueller Freiheit. Uns stehen endlose Möglichkeiten zur Verfügung, um Leute kennenzulernen auf Dating-Plattformen, aber auch Möglichkeiten zur Verhütung, zum Schutz vor Krankheiten. Ja, und man könnte also annehmen, denn Leuten steht ja eigentlich nichts im Weg, um den Ritualen der Fortpflanzung fundiert nachzugehen. Nun ist dem aber nicht so. Ganz grundsätzlich haben die Leute heute weniger Sex als früher. Eine Datenerhebung in den USA von 2019 für das Vorjahr zeigte einen absoluten Rekord. 23% der erwachsenen Amerikaner hatten im 2018 keinen Sex. Das heißt, jeder vierte. Das schreibt die Washington Post. Unter diesen 23% ist eine sehr große Gruppe Männer um die 20 Jahre. Seit 2008 bis 2018 hat sich die Anzahl sexloser Männer unter 30 Jahren fast verdreifacht auf 28%. Der Anstieg sei viel steiler als bei den Frauen. Ja, das sind die Zahlen aus den USA, aber es ist ein weltweiter Trend, wie die NZZ am Sonntag schreibt, gibt es Untersuchungen aus Ländern wie Japan, Finnland, Großbritannien und Deutschland. Die zeigen alle dasselbe Bild. Jüngere Leute haben weniger oft Sex. In Deutschland gibt es repräsentative Daten einer Studie von 2005 bis 2016. Etwa 8% der 18- bis 30-jährigen Männer waren 2005 sexuell inaktiv. Gut 10 Jahre später waren es bereits 20%. Bei den Frauen war der Effekt etwas kleiner. Ja, viele Paartherapeuten und Psychologen bestätigen, die Lust am Sex, die nimmt ab. Aber was ist denn los und vor allem, was ist denn der Grund dafür, dass immer mehr junge Männer berichten, dass sie weniger Sex haben? Und es ist wirklich interessant. Also der Autor der Washington Post, der nennt da jetzt mögliche Erklärungen. Ein Faktor, die Menschen gehen heute generell später im Leben eine solide Partnerschaft ein. Das war früher anders, wo man sich häufig mit, ja, sag 20, 25 schon gebunden hat und natürlich auch viel früher Kinder gehabt hat. Heute heiratet man viel später mit 30, 35, sogar 40 Jahren. Und das ist schon lange erforscht. Verheiratete haben häufiger Sex als solche, die nicht in einer langfristigen, stabilen Beziehung sind. Und wenn weniger junge Menschen in festen Partnerschaften sind, ist das für mich dann auch eine logische Konsequenz, dass sie dann auch weniger Geschlechtsverkehr haben. Zweiter Faktor, es könnte möglicherweise mit der gestiegenen Arbeitslosigkeit bei jungen Männern zu tun haben. Über die Hälfte der Arbeitslosen hatte keine stabile Partnerschaft verglichen mit 32% der Personen mit einer Arbeit. In anderen Worten, weniger Arbeit, weniger Einkommen, weniger stabile Partnerschaften, weniger Sex. Eine Kettenentwicklung. Als weiteren möglichen Grund nennt der Autor, dass junge Männer heute länger bei den Eltern leben als junge Frauen. Ja, das war mir jetzt so nicht bewusst, aber klar, wenn du mit 28 noch im Hotel Mama wohnst, ja, das hält dich massiv vom Sex ab. Ja, und die Frage, die wäre hier noch interessant, warum zieht es denn die Männer erst spät von zu Hause fort? Früher war es doch ganz anders, also man konnte es nicht erwarten, auszuziehen, auf eigenen Beinen zu stehen, unabhängig zu sein. Auf diese Frage, die wird hier nicht eingegangen, aber ist ja auch ein völlig anderes Thema. Dann nennt der Autor noch einen weiteren Faktor, die Technologie. Ja, heute gibt es viel mehr Dinge, die man so um 22 Uhr tun kann als früher. Filme streamen, Social Media, Gamen etc. Und bevor wir zu den Folgen dieser Sexlosigkeit kommen, die extrem spannend sind, hier noch ein paar Gedanken von mir. Also das scheint ein First World Problem zu sein, hier bei uns in den reicheren Industrieländern. Punkt 1, anscheinend spielt die finanzielle und auch die soziale Lage bei jungen Männern eine große Rolle, eine, die dann Einfluss hat auf ihr sexuelles Interesse. Ja, und da braucht man auch nicht Einstein zu sein, um zu erkennen, dass zu Hause leben oder erst viel später einen Job haben, sich natürlich aufs Dating und auf Beziehungen auswirken kann. Kann, denn es ist kein direkter Beweis vorhanden, aber die Befunde, die deuten darauf hin. Ja, und Stress wiederum, Unsicherheit, unsichere Faktoren im persönlichen Leben, all das beeinflusst natürlich die Hormone auch. Das ist hingegen erwiesen. Punkt 2 zur Technologie. Mein Eindruck ist, dass viele Männer um das Alter herum 20, 25 insgesamt nicht so wahnsinnig
outgoing sind. Damit meine ich sozial outgoing, also rausgehen unter Leute. Ich spreche da natürlich nicht pauschal von allen, aber bei einigen und im Verhältnis sind das vielleicht dann eben viele, tendiert die Beobachtung dahin. Durch die Internettechnologie verschanzen sie sich immer mehr in ihrem Zimmer, sie ziehen sich zurück, sie sind isoliert von der realen Welt. Und sich gesellschaftlich zu isolieren ist heute nicht nur einfacher, sondern auch viel normaler als früher. Ja, und darum finden dann die sozialen Kontakte und Beziehungen für viele vor allem in der virtuellen Welt statt. Man kann sagen, diese Generation, die ist halt mit Gamen beschäftigt. Die hat gar nicht groß Zeit oder auch nicht Interesse rauszugehen und sich ins Dating-Getümmel zu stürzen. Und wenn sie dann doch dort sind, starren ja alle eh nur aufs Smartphone. Apropos Smartphone, folgt mir übrigens auf Instagram, dort bin ich häufig anzutreffen, wenn es ums Schachspielen geht oder einfach sonst für private Einblicke. Ja, und dann ist da noch ein wichtiger Punkt, und zwar mit dem Online-Dating und Plattformen wie Tinder. Fast jeder Single ist heute auf irgendeiner Online-Plattform unterwegs. Tinder ist mit etwa 50 Millionen Nutzern eine der beliebtesten Apps überhaupt. Aber auch sehr viel Frust ist dort unterwegs und gerade unter Männern. Wenn es nämlich um Zugang zu Sex geht, herrscht dort eine große Ungleichheit, schreibt Killette. Laut einem Tinder-Experiment, Zitat, konkurrieren sich die unteren 80% der Männer in Bezug auf Attraktivität um die oberen 22% der Frauen und die Top 78% der Frauen konkurrieren sich um die Top 20% der Männer. Ein Blogger hat errechnet, dass ein durchschnittlicher Mann bei der App 115 Frauen liken muss, damit er von einer ebenso ein Like erhält. Bei attraktiven Männern ist die Wahrscheinlichkeit 6-mal höher, dass sie ebenso geliked werden. Diese Ungerechtigkeit hat er auf der Grundlage eigener Daten errechnet, aber die New York Times, die kommt auf ähnliche Ergebnisse, dass Frauen nur 14% der Männer liken. Der Blogger sieht eine Like-Rate von 12%. In anderen Worten, einige wenige kriegen die meisten Frauen ab und die anderen, die gehen leer aus. Ja, denn die wenigen Männer, die einen Match kriegen, die haben dann logischerweise auch weniger Chancen, Sex zu bekommen. Tinder kam auf im 2010, also genau zu dem Zeitpunkt, wo der steile Anstieg der Sexlosigkeit unter den Männern begann. Und es gibt Stimmen, die einen Zusammenhang sehen zwischen der App und der steigenden sexuellen Lustlosigkeit unter den Männern. Und wie Frauen Männer für Sex auswählen, das habe ich in diesem Video analysiert. Schaut es euch gerne an. Ja, und die Frage ist jetzt grundsätzlich, und einige würden so wahrscheinlich argumentieren, wieso ist das jetzt ein Problem, wenn Männer weniger Sex haben? Die haben doch einfach gecheckt, dass man glücklich sein kann ohne Beziehung, ohne sexuelle Beziehung, ohne sexuelle Kontakte. Also was ist daran schlecht? Ja, und ich leite die Frage mal an euch weiter. Was denkt ihr? Ist es schlecht? Spielt es eine Rolle? Und falls ja, für wen? Und macht doch bitte ein Abo, wenn euch solche Themen interessieren. Ich analysiere immer wieder Mann-Frau-Dynamiken und ich schaue mir insbesondere auch die Seite der Männer an, von der ich denke, dass sie manchmal in der medialen Öffentlichkeit zu kurz kommt. Gut, ist jetzt also Sexlosigkeit während längerer Zeit ein Problem? Und was die Studien und Berichte von Psychologen, Paartherapeuten und von Sexologen sagen, das zeigt eigentlich alles in eine Richtung. Für das Individuum ist es keine gute Entwicklung und eine ganze Reihe von Faktoren belegen das. Wie Men's Health schreibt, kann es dadurch zu Problemen mit der Erektion kommen. Grund für die mangelnde Standfestigkeit ist ein niedriger Testosteronspiegel und fehlende Übung, weil alles braucht halt seine Übung. Und das geht nur mit regelmäßigem Einsatz, sonst leidet irgendwann die Performance darunter. Durch Enthaltsamkeit kann dein Blutdruck ansteigen. Studien belegen, dass regelmäßiger Sex den Blutdruck senkt. Dritter Faktor, erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Viertens, mit regelmäßigem Sex fühlt man sich weniger gestresst. Eine alte Weisheit. Denn beim Sex werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die das Stresshormon Cortisol hemmen. Ja, und diesen Punkt kannte ich nicht. Du verschenkst einen natürlichen Muskelwachstumsbeschleuniger. Wenn du enthaltsam lebst, also das würde jetzt direkt auf junge Männer zutreffen. Abgesehen von der sportlichen Performance sorgt regelmäßiger Sex auch für einen Anstieg von Testosteron im Blut und trägt somit zum gesunden Muskelwachstum bei. Regelmäßiger Sex stärkt auch das Immunsystem, Sexlosigkeit macht es schwächer, es geht da um die Antikörper. Es kann auch zu verminderter Leistungsfähigkeit im Job beitragen, auch da geht es wieder um die Ausschüttung von Dopamin, schreibt Men's Health weiter. Und zu guter Letzt auch in einer Beziehung
Erfahrung ist es nicht förderlich, über eine lange Zeit keinen Sex mit dem Partner oder der Partnerin zu haben. Es gibt offenbar ein Bindungshormon, das wusste ich nicht, und das schüttet man aus beim Körperkontakt und beim Orgasmus. Ja, und das sorgt dafür, dass die Partner sich zueinander hingezogen fühlen und einfühlsamer miteinander umgehen. Vielleicht habt ihr das ja selbst schon bei euch festgestellt oder beobachtet. Also Fazit, fürs Individuum hat Sexlosigkeit also keine günstigen Auswirkungen, im Gegenteil. Der menschliche Körper, der ist so programmiert, dass Sex wie ein natürliches Heilmittel ist für dein körperlich-seelisches Gleichgewicht. Und für die Gesellschaft, wie gesagt, es ist wohl einfach ein Wohlstandsding. Uns geht es grundsätzlich, also im historischen Vergleich, gut. Wir sind so zerstreut, wir haben so viele Möglichkeiten zum Zeitvertreib und zur Unterhaltung, dass uns das ganze Dating-Zeug wohl einfach zu anstrengend ist. Ja, und auch ist der große gemeinsame Nenner unter den Menschen nicht mehr der starke Wunsch, eine Familie zu gründen. Das ist für viele heute nicht mehr so relevant. Und eine Folge davon sind wohl einfach weniger Kinder. Ob das gut oder schlecht ist, das kann jeder selber beurteilen. Ja, und was kann man tun? Meiner Meinung nach kann man es nicht ändern. Eine Gesellschaft, die wandelt sich halt immer. Vielleicht in ein paar Jahren geht es wieder in eine ganz andere Richtung. Wer weiß, vielleicht hat ja dann die nächste Generation von jungen Leuten wieder ganz andere Bedürfnisse und keinen Bock mehr auf einen überbordenden Zeitvertreib in der digitalen Welt. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber wie seht ihr denn das? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dankeschön fürs Zuschauen, auf ganz bald, tschüss und macht's gut!